Wir alle haben schon von etlichen One-Piece-Theorien gehört. Aber welche davon gehören zu den besten bzw. wahrscheinlichsten? Ich habe mich auf die Suche gemacht und für euch 10 One-Piece-Theorien rausgesucht, die so gut klingen, dass sie wahr werden könnten. Wenn ihr die Videos feiert und noch nicht abonniert habt, dann tut das ganz gerne, würde mich nämlich enorm unterstützen. Und wenn ihr noch weitere plausible Theorien kennt, die hier ins Video reingepasst hätten, schreibt sie unbedingt in die Kommentare, damit in Zukunft ein weiterer Teil dieser Videoreihe erscheinen kann. Und ansonsten starten wir nach dem Intro mit der ersten Theorie. Sir Crocodile ist Ruffys Mutter. Diese Theorie ist ziemlich weird, aber sie ist auch genauso beliebt, dass sie hier einfach mit rein muss. Während seines Treffens mit Ivankov wurde Crocodile mit bestimmten Informationen erpresst, die Ivankov über ihn besitzt. Viele glauben, dass Ivankov seine geschlechtsverändernden Hormonkräfte eingesetzt hat, um Lady Crocodile in Sir Crocodile zu verwandeln. Crocodile sah nämlich schon als Kind sehr androgyn aus und man kann nicht genau bestimmen, welches Geschlecht er haben könnte bei seinem damaligen Aussehen. Okay, aber wieso Ruffys Mutter? Crocodile hat versucht, ihn zu töten, und zwar mehrere Male. Wie auch immer, der volle Name von Dragon und die familiären Bindungen zu Ruffy waren ein großes Geheimnis, selbst für enge Verbündete wie Ivankov. Die Befürworter dieser Theorie verweisen vor allem auf Crocodiles gewaltigen Sinneswandel während Marineford, da er Ruffy bei mehreren Gelegenheiten hilft und ihn beschützt, nachdem die Welt von Ruffys und Dragons Verbindung erfahren hat. Die Theorie ist verrückt, ja, aber nicht völlig unplausibel. Dragon war ein Marineadmiral. Eine weitere interessante Theorie ist, dass Monkey D. Dragon einst ein Marineadmiral war. Oda ist ziemlich berüchtigt dafür, Mythen und Legenden aus der echten Welt in One Piece einzubauen, was als Grundlage für diese Theorie verwendet werden kann. Fans haben die chinesische mythologische Darstellung der vier Meere, nämlich den North, South, East und West Blue, damit verbunden. Die Meere werden durch Gelb, Blau, Rot und Weiß repräsentiert und wurden im Laufe der Zeit auch durch Tiere identifiziert, nämlich einen Affen, einen Vogel, einen Hund und einen Drachen. Wenn der North Blue mit dem gelben Affen, also Admiral Kizaru, der South Blue mit dem blauen Vogel, also Admiral Aokiji und der West Blue mit dem roten Hund, also Admiral Akainu gepaart wird, bliebe noch der East Blue übrig. Dieser würde zu Admiral Weißer Drache passen, welcher der Theorie nach Monkey D. Dragon sein soll. Was noch dafür spricht, alle Admiräle kommen aus diesen genannten Blues. Kizaru stammt nämlich aus dem North Blue, Kusan aus dem South Blue, Akainu aus dem West Blue und Dragon aus dem East Blue. Auch eine andere Legende könnte diese Theorie stützen, nämlich eine Geschichte, die von einem König mit 4 Gefolgsleuten spricht. Einem Fasan, einem Affen, einem Hund und einem Drachen. Der Drache verließ das Land, nachdem er erkannt hatte, dass der König böse war und erzählte seinen Kameraden die Wahrheit, aber die anderen blieben aus unterschiedlichen Gründen immer noch dort. Die Geschichte von One Piece knüpft an diese chinesische Mythologie an und könnte darauf hindeuten, dass Dragon seinen Admiralsposten verließ, nachdem er gesehen hatte, wie korrupt die Weltregierung war. Law wird Ruffy unsterblich machen. Trafalgar D. Water Law hat eine der krassesten Teufelsfrüchte in der Welt von One Piece. Mit den Operationskräften der OP-OP-Numi kann Law alles in einem bestimmten Gebiet manipulieren, auch die Körper von Menschen. Doch Laws Frucht ist wegen einer besonderen Fähigkeit sehr begehrt. Sie kann jemandem durch eine Operation ewige Unsterblichkeit verleihen, auf Kosten des Lebens des Benutzers. Das wirft viele Fragen auf, aber die wichtigste ist, an wen wird Law diese Operation anwenden? Oder würde diese Fähigkeit nicht einfach so erwähnen oder sie einführen, ohne Law dazu zu bringen, sie zu benutzen? Und die Antwort, auf die meisten Leute immer wieder kommen, ist Ruffy. Law gibt sich zwar immer ziemlich emotionslos und kühl, aber er glaubt eindeutig an Ruffy, daher ist es schon vorstellbar, dass Law sein Leben gibt, um sicherzustellen, dass Ruffy weiterlebt. Eine weitere Möglichkeit wäre allerdings, dass Law diese Fähigkeit verwendet, um ihm Summers mögliche Unsterblichkeit rückgängig zu machen. Shanks und Ruffy werden einen Davy Backfight austragen. Wenn es einen One Piece Arc gibt, den die Leute für Filler halten, dann ist es der Davy Backfight Arc. Abgesehen von der Einführung von Kusan fühlt sich der Arc nicht wirklich wichtig an. Aber viele Theoretiker glauben, dass der lächerliche Piratenwettstreit tatsächlich sehr wichtig sein kann. Einige gehen sogar davon aus, dass Ruffy, wenn er sich endlich wieder mit Shanks trifft, seinen Mentor herausfordern wird, um seine Überlegenheit zu beweisen und sein Versprechen einzulösen, eine
stärkere Crew als Shanks zusammenzustellen und ihn zu übertreffen. Natürlich könnten sie auch einfach nur kämpfen, aber wäre ein Davy Bagfight nicht viel lustiger? Es könnte beispielsweise einen Scharfschützenwettkampf zwischen Lysop und seinem Vater Yasop geben und natürlich ein Duell zwischen Ruffy und Shanks. Eine ernsthaftere Variante des Davy Bagfights, bei der zum Beispiel das letzte Road Poneglyph in Richtung Lawtail auf dem Spiel steht, wäre auch eine ziemlich nice Idee. Law ist ein Mitglied der Sword-Einheit. Sword ist eine immer noch geheimnisvolle Fraktion bei der Marine. Während ihr allgemeiner Zweck weitgehend unbekannt bleibt, hat zumindest ein Mitglied als Pirat, nämlich X-Drake, verdeckt für die Sword-Einheit gearbeitet. Law wuchs mit der Bewunderung für Doflamingos Bruder Corazon auf, der selbst ein verdeckter Marinesoldat war. Zwischen Law und X-Drake gibt es aber noch mehrere andere Verbindungen, angefangen damit, dass Drake auf derselben Insel war, auf der Corazon starb, bis hin zu seiner Befreiung von Law auf Wano. Außerdem ist Law mit dem mysteriösen Rocky Port-Vorfall verbunden, an dem auch ein weiteres Sword-Mitglied, nämlich Corby, beteiligt war. Die Welt von One Piece ist recht klein, es könnte sich also um rein zufällige Verbindungen halten, aber würde es nicht mehr Sinn machen, dass Law, dessen Kindheitsheld ein verdeckter Marinesoldat war, erwachsen wird und später selbst einer wird? Blackbeard wird eine dritte Teufelsfrucht essen. Marshall D. Teach, oder Blackbeard, wie er häufiger genannt wird, ist einer der interessantesten Antagonisten in One Piece. Er hat getan, was noch nie jemand getan hat. Er hat nämlich zwei Teufelsfrüchte gegessen. Durch eine unbekannte Methode hat Blackbeard nach dem Tod von Whitebeard dessen Bebenkräfte übernommen und uns wurde nur gesagt, dass Blackbeards Körper etwas Besonderes ist. Manche glauben, dass Blackbeard bereits eine dritte Teufelsfrucht gegessen hat, da sein Jolly Roger drei Schädel hat. Eine mythische Zoan, vielleicht ein Cerberus, der drei Köpfe hat, oder ein Kraken, der drei Herzen hat, würde sicherlich gut passen. Andere glauben, dass er erst noch eine dritte essen wird. Was Fakt ist, eine Zoan-Frucht fehlt ihm noch, damit er von allen drei Arten eine besitzen würde. Und wie wir ihn kennen, würde er sicherlich nur nach den besten Früchten jagen. Versteckt im linken Auge. Das ist eine ziemlich komplexe Theorie. Wenn ihr mehr Details wissen wollt, schaut euch mein Video von vor 2 Jahren an, in dem ich für euch die Videos der YouTuber Yuderon und Ohara für die deutsche Community übersetzt habe, die diese Theorie entwickelt und verbreitet haben. Aber das Wesentliche ist folgendes. Lawtail befindet sich auf dem fehlenden linken Auge des Schädels, der einst Jaya darstellte. Viele Charaktere in One Piece haben Zeichen auf ihren linken Augen oder an den Seiten ihrer Gesichter, was auf diese Verbindung hinweist. Wenn also das rechte Auge in den Himmel gestiegen ist, was wäre, wenn das linke Auge auf den Grund des Ozeans gesunken ist? Und wo gibt es ein riesiges Loch im Ozean? Richtig, unter Enies Lobby, eine Insel, auf der es immer sonnig ist. Und Joy Boy hat auch eine Verbindung zum Sonnengott Nika. Es ist eine sehr, sehr krasse Theorie, an die ich bis heute noch glaube, aber wie gesagt, schaut euch unbedingt mein Video dazu an für weitere Informationen. Die Red Line wird zerstört. In der One Piece Welt gibt es einen einzigen Kontinenten, die Red Line. Diese massive rote Landmasse umkreist die Welt und teilt sie nicht nur physisch in die 4 Meere, sondern auch, weil die Himmelsdrachenmenschen von ihr aus regieren. Seit langem wird gemutmaßt, dass Ruffy die Red Line irgendwie zerstören wird, da ihm prophezeit wurde, dass er die Fischmenscheninsel, die direkt darunter liegt, zerstören wird. Und wenn die Red Line zerstört wird, gehen viele Träume der Strohhüte in Erfüllung, vor allem der von Sanji, denn sein Ziel ist es, den All Blue zu finden. Ein sagenumwobenes Meer, das aus allen Meeren besteht. Und ohne die Red Line und ohne die Himmelsdrachen wären alle Menschen frei. Die Welt wäre ganz, sie wäre in einem Stück. One Peace. Ruffys geheimer Traum. Es wurde lange vermutet und kürzlich bestätigt, dass es nicht Ruffys einziges Ziel ist, Piratenkönig zu werden. In einem Flashback erklärt Ruffy seinen Brüdern seinen Traum, aber wir als Leser haben nicht mitbekommen, worum es ging. Ace hat ihn Yamato erzählt und im Manga erzählte Ruffy seiner Crew kürzlich seinen Traum, was viel Gelächter hervorrufte. Es wird vermutet, dass Roger denselben Traum hatte und die anderen ähnlich reagierten, als er ihn ihnen erzählte. Das wurde jedoch nie direkt gesagt. Die vorherrschende Theorie besagt aber, dass der junge Ruffy, der es liebte, Zeit mit Shanks lebenslustiger Crew zu verbringen, einen ebenso kindischen Traum hatte, nämlich die größte Party der Welt zu schmeißen. Und was machen die Strohhüte nach jedem Abenteuer, nach jedem Arc auf jeder Insel? Sie feiern eine große Party. Und wenn Ruffy Piratenkönig wird und die Welt befreien wird, wäre das mit Abstand die größte Party auf der ganzen Welt.
Das One Piece ist Binks Sake. Es gibt viele Theorien darüber, was der Schatz One Piece ist, aber diese Theorie hat dank des YouTubers Library of Ohara eine Menge Zustimmung bekommen. Die Grundlagen sind folgende. Der Begriff One Piece hat mehrere Bedeutungen, darunter das, was Menschen verbindet. Und das passt zu dem Lied Binks Sake. Ein Lied, das durch seinen Text die Geschichte des alten Königreichs erzählen könnte und in dem das japanische Äquivalent des Begriffs Love Tale steckt. Man nimmt an, dass es sich bei dem Schatz um Binks buchstäblichen Sake handeln könnte. Sake spielt in der Geschichte eine wichtige Rolle und verbindet die Figuren. Und was sangen die Roger-Piraten, bevor sie Love Tale erreichten? Richtig, Binks Sake. Kein Wunder also, dass sie gelacht haben. Und all diesen Sake zu finden, würde Ruffy sicherlich auch bei seiner riesigen Party helfen. Und das, meine lieben Freunde, soll es gewesen sein mit 10 One Piece-Theorien, die wahr werden könnten. Und wie schon am Anfang erwähnt, schreibt mir gerne weitere Theorien, die hier nicht in diesem Video vorkamen, in die Kommentare, damit wir vielleicht gemeinsam eine weitere Episode von diesem Format kreieren könnten. Ansonsten vergesst nicht, auf all meinen Social Media Kanälen vorbeizuschauen, lasst dem Video gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat, und damit sehen wir uns bei dem nächsten Video. Euer Kudo, haut rein!